Ein neuer Tag, ein neues Video. Mein Name ist Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe. Und heute gehen wir schwimmen mit Delfinen. Fritz Meinecke ist auch dabei, ganz kurz. Jetzt muss ich Fritz an dieser Stelle vielleicht auch mal was ganz kurz über Delfine erzählen, weil es gibt 1000 Unfälle mit Delfinen pro Jahr und nur 50 mit Haien. Weil es mehr Delfine auch gibt. Nee. Weil das einfach die krasseren Raubtiere sind. Ja, nicht natürlich. Aber jetzt fahren wir erstmal raus, haben ein bisschen Spaß und genießen den Tag beim Schwimmen mit Delfinen. Und den da. So. Wir sind natürlich nicht zum Spaß hier, dass wir irgendwie einfach rausfahren und mit Delfinen schwimmen wollen, sondern wir sind im Auftrag einer Umweltschutz- und Tierschutzorganisation, die sich überwiegend mit Meeresschutz beschäftigt. Und die haben mich beauftragt, hier quasi Footage zu generieren, das heißt Fotos und Filme von diesen verschiedenen Delfinen und Walarten, um am Ende damit Kampagnen zu fahren, Unterstützung zu bekommen mit den Bildern, dass sie ihre Webseiten bebildern können, dass sie Druck auf die Regierung machen können und so weiter. Also, das nützt ja immer alles nichts, wenn du Umwelt- und Tierschutz machen möchtest, aber die Bilder dazu fehlen. Und deswegen sind wir diesmal hier. Ja, guck mal, du siehst hier schon, hier ist eine Strömungskante. Hier sammeln sich schon irgendwelche Sachen im Wasser. Und da, wo viele Vögel rumhängen, gibt es auch immer irgendwie was zu essen. Und das ist immer, also worth checking, dass man immer mal guckt, ey, da könnte drunter ein Baitball sein, aber die sehen alle ziemlich ruhig aus, die machen gerade nichts. Aber manchmal habe ich hier schon so Situationen erlebt, wo auf der Oberfläche so Vögel ins Wasser schießen, unten drunter sind Delfine, ein sogenannter Baitball, das heißt, du hast da so ein paar Fische unten drunter, manchmal sind auch Haie. Aber irgendwas ist hier los. Findet man überhaupt Delfine? Manchmal ist es ja so, wenn man übers Meer fährt, dass sie einfach von alleine ankommen und die Bug- oder die Heckwelle vom Boot reiten. Aber hier ist das natürlich schon ein bisschen professioneller organisiert. An Land, auf der Insel Pico, aber auch auf der Insel Faial rechts von uns, sitzen sogenannte Spotter oder Vigira auf Portugiesisch. Die stammen noch aus der Walfangzeit. Das heißt, die haben früher durchs Fernglas geguckt und haben gesagt, da ist der Wal, holt ihn euch. Aber das findet seit 1986 hier nicht mehr statt. Und heute arbeiten diese Leute quasi für die Whale-Washing, Dolphin oder auch für die Profi-Industrie wie für uns und sagen, Leute, da habe ich heute Morgen welche gesehen, fahrt mal in die Richtung. Ja, ich habe die gerade noch im Glas, noch einen Kilometer, noch einen halben Kilometer und dann müsstet ihr sie sehen. Und so funktioniert das hier. Man spricht aber auch mit anderen Booten, man spricht mit Segelbooten. Die Leute unterstützen sich hier und nur gemeinsam findet man dann die Tiere. Aber das heißt noch nicht, dass wir mit denen ins Wasser gehen, weil ich entscheide immer nach Ethik und Moral, sind diese Delfine jetzt wirklich geeignet, um mit denen ins Wasser zu gehen oder schlafen sie gerade, säugen sie ihre Babys, dann würde ich sagen, da gehen wir nicht ins Wasser, da gucken wir nur von der Oberfläche. Also das ist für mich so ein bisschen, da war vielleicht schon der Erste. Wir haben die ersten Delfine gefunden. Eine größere Gruppe, ich würde sagen, es sind so um die 25 Tiere. Man sieht immer nur ungefähr ein Fünftel an der Oberfläche, der Rest ist unten. Es sind Babys dabei, zwei Stück habe ich schon gesehen. Und die sind gerade am Ziehen, also die schwimmen irgendwo hin. Die haben gerade irgendeine Mission, die haben vielleicht gefressen gerade oder so. Genau, mit denen kann man aber nicht ins Wasser. Doch, mit denen können wir ins Wasser. Aber ich muss mir erstmal so ein bisschen die Situation angucken, ob die dafür gut geeignet sind. Aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da können wir bestimmt gleich mal reinspringen. Ready?
Berg. Jage, kleine Paarung hier und da. Ozeanplastik auf und das muss natürlich raus. Aber das ist immer der Struggle, wenn man sowas findet. Man holt den Eimer raus, wo jetzt ungefähr 10 Fische drunter waren. Das ist halt deren Lebensraum. Und dann nimmt man den weg, die werden schon was anderes finden. Ein bisschen Driftholz oder irgendwas, wo die sich drunter verstecken können oder wo sie einfach gerne leben. Aber ich habe lieber den Plastikeimer draußen als im Meer. Das ist, da muss man diese Entscheidung treffen. Punkt. Ist nicht einfach. Jetzt müssen wir auch die Delfine wiederfinden. Ich habe mal eine Profi-Expedition gehabt, die ging 14 Tage, wo ich der Guide war und wo wir so 10, 11, manchmal 12, wenn es gut war, 14 Stunden auf dem Meer waren. Und dann hockt man einfach tagelang auf diesem Gumminipsel. Und irgendwann, du stehst ja, du bist ja in deinem eigenen Saft. So alles wird wund. Und dann, manchmal, endest du nach 12 Tagen mit nichts. Einfach nichts. Auf dem Meer gehört viel Glück dazu. Das ist leider so. Und guck mal hier. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me.
raus, paddeln hoch, runter. Es ist warm, man steht in seinem eigenen Saft. Der Schweiß läuft einem in die Arschritze. Aber wie ist geil. Da ist auch schon das nächste Plastik. Das kann der Fritz gleich mal rausholen. Aye, aye, Captain. Da habe ich auch schon gepackt. Das kannst du so machen. Das kannst du so vom Boot, vom Boot. Guck mal, das ist wirklich das Typische. Egal, wo du auf dem Meer bist, du findest die Dinger überall. Ja, das ist einfach so. Guck mal. Und die sind hier unterwegs für, naja, so knappe 500 Jahre. Das ist einfach eine Riesenscheiße. Dann ist er auch nicht weg. Dann ist er nur klein und ist da unten ins Meer. Und das ist einfach dieser sinnlose Scheiß daran. Die Problematik ist, da sind auch noch Phthalate drin, also Weichmacher. Das heißt, es gehen auch noch hormonartige Substanzen ins Meer. Und dieser Scheiß verschwindet im Meer. Und das, was wir jetzt machen, das Aufsammeln, das kannst du mit 1% auf dem Ozean machen. Der Rest ist bereits abgesunken in Fischen, in Walen, in Schildkröten oder in der Tiefsee. Und das ist das Geile. Die Lösung ist, sofort Plastik reduzieren. Delfine sind die ganze Zeit im Travel-Modus, das heißt, die ziehen irgendwo hin, haben irgendeine Mission. Dann kann man immer nur leicht davor fahren, ins Wasser springen und hoffen, dass sie einmal zack, vorbeischießen. Mehr ist da nicht drin. Meine gezweite Delfinart. Das sind große Tümmler. Das hast du noch nicht. Jetzt haben wir eine richtig schöne Gruppe große Tümmler, also Torsiops truncatus, diesen richtigen Flipperdelfin. Die sind auch richtig entspannt. Das sind zwei Gruppen, die sich gerade zusammengeschlossen haben. Jetzt werden sie gerade richtig schön schnell. Und da gehen wir jetzt mal ans Wasser und gucken, ob die Bock haben, mit uns zu schwimmen. Move into their line. Okay. Did you see that? These fuckers are just playing with us, eh? Like, yeah, absolutely. Like the whole group, the school, like the whole pod is like moving in front of the boat, to turn towards us, like, oh yeah, we're coming, you guys go in, back to the group. Bye bye. Es ist nicht so einfach, Fritz, ne? Es ist wirklich auch hier oben sitzen, in der Welle, in der Sonne, Benzingeruch, dies, das. Du bist halt auch immer kurz vor, in so einem Modus, denkst, okay, jetzt sieht's gut aus, alles am Vorbereiten, Maske auf, dann sitzt drin. Und dann sitzt du einfach 10 Minuten lang so und merkst so, na gut, der, die Sekunde hat sich noch nicht ergeben. Und dann ist es immer so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel.
Not too bad. Not too bad. Das war jetzt bisher das beste Encounter. Wir waren so, oh ja, ich würde sagen, 6-7 Meter weg. Ultra geil, Alter. Das war schon mal eine andere Nummer. Sehr geil. Es war halt nicht so zuck weg, sondern es war halt ja, waren ja 20 Sekunden. Zack, zack. Ich dachte mir so, wieso, bin ich so schnell oder was? Nee, die waren einfach ganz entspannt langsam. Ne? Und das ist eben das Ding. Ständiges rein, raus, schwimmen, hier oben sitzen, gegart und gegrillt werden. Und dann immer der Muscle ab, so wieder reinkommen. Aber wenn es dann klappt, Alter, so wie gerade, ey. Geil. Disappeared into the dark. Man merkt es nicht so einfach. Rein, raus. Wir kommen einfach nicht an die Tiere ran. Die haben nicht so richtig Lust, aber wir wollen es auch nicht forcieren und sie stressen. Es kommt einfach keine Aufnahme zustande. Ja, es ist ein bisschen. Also wirklich, es ist minimal. So viel. Ja. Ist nicht einfach, gell? Aber der Gag ist, wenn wir nochmal kurz rüberschwenken. Ja, da drüben. Die sind die ganze Zeit da. Dann preparest du dich, es sieht so perfekt aus, rein. Und weg. Wenn sie keinen Bock haben, haben sie keinen Bock drauf. Okay, so. Guck dir das an, du. Wasser geht gar nichts mit den großen Tümmlern, leider, aber dafür so ein bisschen im schönen Licht. Ah, Topside, also an der Oberfläche sieht es ganz nice aus, aber im Wasser lassen sie uns nicht ran. Man muss sie respektieren. Das ist nicht einfach. Dann könnte das ja jeder mit einer GoPro. Also ich habe schöne Aufnahmen. Verdammte Scheiße. Wir genießen jetzt noch den herrlichen Sonnenuntergang hier auf unserem kleinen Schlauchbötchen. Wir haben schön gefilmt, über Wasser, unter Wasser, alles mögliche. Wir hatten Common Dolphins, also den gewöhnlichen Delfin. Wir hatten große Tümmler, das heißt den typischen Flipper-Delfin. Schön über Wasser, unter Wasser, ein paar schöne Shots bekommen. Oh, und jetzt fliegen einem noch hier die Gargaros, also die Sepia-Sturmtaucher ums Ohr. Sehr geil. Und das ist eben das Schöne, wenn man irgendwie auf den Azoren draußen auf dem Wasser ist. Alles ist möglich. Hier kann alles und jeden Tag immer passieren. Und das ist das Schöne. Und ich bin so gerne hier draußen, weil es einfach geil ist. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Links wie immer in der Videobeschreibung. Kanal abonnieren nicht vergessen. Habe ich alles von Fritz gelernt, sowas zu sagen. Ach herrlich, Leute. Macht Spaß. Macht richtig Spaß. Ey, unfassbar. Fakten über Delfine. Warum Delfine Arschlöcher sind. Ich habe einen Schulvortrag tatsächlich für Kinder, der heißt 10 Gründe, warum Delfine Arschlöcher sind. Ich habe das auch schon mal im Fernsehen gesagt und dann ganz, ganz viele böse E-Mails gekriegt danach. Aber Leute, das sind ja nur die Fakten. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier rausfahren und mit Delfinen schwimmen, habe ich das schon mal erlebt, dass Delfine auch mal ungemütlich werden können. Und Delfine töten zum Spaß. Das machen sonst noch Menschenaffen. Orcas zum Beispiel oder große Tümmler. Also mit der Intelligenz kommt tatsächlich auch so ein bisschen die Brutalität. Das ist Druckentlastung, das ist so ein bisschen Abreagieren. Das machen halt Menschen und sehr intelligente andere Tiere. Also das wäre so ein Ding, warum Delfine manchmal Arschlöcher sind. Sie töten zum Spaß. Ein weiteres Ding wäre, sie paaren sich auch mit toten anderen Delfinen. Das habe ich hier auf den Azoren schon gefilmt, übrigens auch mit großen Tümmlern. Ein totes Weibchen an der Oberfläche und ein junges Menschen nach dem anderen ist immer wieder hin, hat sich mit dem toten Tier gepaart. In Gefangenschaft paaren die sich mit Abflussrohren, Fußbällen, Luftballons. Und es gibt einige Videos, die müsst ihr mal bei YouTube auschecken. Da paaren sich so Delfine in Gefangenschaft, auch mit den Schwimmern innen. Und besonders innen.
ist gar nicht mal so witzig, wenn ein 400 Kilo schweres Tier versucht, deinen Penis in dich reinzustecken. Ob nun Mann oder Frau. Ja, gut. Ich hab wirklich, ohne Scheißwitz, ich habe einen Kumpel, Gerard Sauvy, der hat mal einen Delfin vor Irland fotografiert. Und das war ein großes, solitäres Menschen, der hat da 25 Jahre, glaube ich, gelebt. Und mit dem sind ganz viele Leute geschwommen. Und er war 2 Stunden mit dem im Wasser und hat den fotografiert unter Wasser und er ist um ihn rum und irgendwann hat er versucht, seinen Penis in den Gerard zu stecken. Und wirklich 400 Kilo schwerer Delfin, der dich immer wieder unter Wasser drückt und versucht zu penetrieren. Unangenehm. Unangenehm, sehr. Ich finde es sehr unangenehm. Ja, also von daher, seid vorsichtig mit den Delfinschwimmern, das war Fakt Nummer 2. Sie paaren sich im Prinzip ständig und mit allem. Sympathisch. Sehr sympathisch. Wisst ihr, was Delfine machen? Zum Stressabbau. Nicht nur Sex, sondern ab und zu auch mal schön einen durchziehen. Und zwar Kugelfisch. Wenn man so einen Kugelfisch ärgert oder wenn er sich erschreckt, bupp, dann bläst er sich auf. Der hat auch solche Stacheln. Und die haben nicht nur Stacheln, sondern sie sondern auch Gift ab. Und das Gift, das kennen die Delfine und lecken das ab, auf Kugelfisch. Das wirkt ungefähr so wie LSD. Ich weiß natürlich nicht, wie LSD funktioniert. Aber ich habe mir sagen lassen, es soll sehr berauschend sein. Und das Geile ist, die Delfine schnappen sich also einen Kugelfisch, ärgern den, lecken den ab und geben das in der Delfinschule rum. Kann man sich Videos auf YouTube zu angucken, müsst ihr unbedingt machen. Delfine nehmen rum. So. Delfine ärgern gerne andere Tiere, zum Beispiel uns. Also nicht nur, dass sie sich heute dazu entschlossen haben, dass sie immer perfekt ans Boot rankommen, in der großen Gruppe sich präsentieren und wenn wir dann ins Wasser gehen, alle weg. See? Nee. Sondern Delfine ärgern gerne andere Tiere zum Spaß. Das heißt, die drücken Meeresschildkröten unter Wasser, beißen denen in die Flossen und so weiter. Also sie provozieren gerne, die ärgern Wale, die tanzen denen auf der Nase rum. Und es gibt genug Videos auf YouTube und da findet man Delfine, die iPads klauen. Ich würde mir das mit dem Delfin schon überlegen. Das war Fakten über Delfine. Warum Delfine Arschlöcher sind.